Russland begeht heute den 78. Jahrestag seines Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Wie jedes Jahr marschierten tausende Soldaten über den Roten Platz in Moskau. Präsident Wladimir Putin ehrte Kriegsveteranen und Soldaten. Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die jüngsten Drohnenanschläge auf russischem Boden wurden hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. In zahlreichen Regionen wurden die Feierlichkeiten bereits im Vorfeld abgesagt. In Moskau verzichtete man auf die traditionelle Flugshow und Kampfpanzer, mit Ausnahme des historischen T-34. Wie erlebt Russland den sogenannten Tag des Sieges? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Emily Sherwin. Sie war viele Jahre Korrespondentin in Moskau, bis Russland Anfang 2022 das DW-Büro dort abgeschlossen hat. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch, danke. Welche Bedeutung hat der Tag des Sieges in Russland? Für viele Russen ist das wirklich ein wichtiger, bedeutender Tag, für viele auch ein sehr persönlicher Tag. Denn über 20 Millionen Sowjetbürger sind ja während des Zweiten Weltkrieges gestorben, im Kampf gegen die Nazis. In Russland heißt der Zweite Weltkrieg auch der große Vaterländische Krieg. Also da spürt man auch schon diesen Stolz und auch diese emotionale Wichtigkeit. Das heißt also mit diesen vielen Verstorbenen, dass fast jeder Russe auch einen Verwandten hat, der eben in dieser Zeit umgekommen ist oder eben gegen die Nazis gekämpft hat. Natürlich hat dieser Krieg und die Erinnerung an den Krieg mittlerweile nicht nur was Persönliches für die Russen, sondern natürlich auch etwas sehr Staatliches. Das Ganze ist sehr politisch geworden über die letzten Jahre. Das sieht man vor allem an dieser Siegesparade, die wir ja heute wieder gesehen haben. Die Russen beschreiben den Tag des Sieges als heilig sogar. Sie sagen, das ist ein wichtiges Ritual und das zeigt natürlich auch immer wieder jedes Jahr, Russland war auf der Seite des Rechtes, hat gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Und das ist natürlich jetzt gerade total wichtig, weil Russland zunehmend isoliert ist auf der internationalen Bühne und das quasi nochmal so eine Legitimation gibt, also diese Rolle im Zweiten Weltkrieg, im Kampf gegen die Nazis. Präsident Putin hat ja auch eine Rede gehalten anlässlich dieses Feiertags. Was hat er denn gesagt? Er hat natürlich an die Opfer des Krieges erinnert, aber es ging nicht nur um Geschichte, sondern er hat auch immer wieder Parallele gezogen zu heute, zu der sogenannten militärischen Spezialoperation, Entschuldigung. In Russland heißt das nämlich ja nicht Krieg, sondern eben so. Das war, fand ich, eigentlich eine relativ gefährliche Mischung, weil Putin beides, also sozusagen den Kampf gegen die Nazis und auch diesen Kampf gegen die Ukraine als heiligen Kampf dargestellt hat. Er hat gesagt, dass Russland sich verteidigen musste, auch im Falle der Ukraine, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Russland ist ja eingefallen in die Ukraine und hat die Ukraine angegriffen. Und er hat aber gesagt, auch jetzt verteidigt Russland sich selbst und wurde vom Westen quasi gezwungen, sich jetzt zu verteidigen. Er hat auch die Ukrainer mal wieder beschuldigt, Neonazis zu sein. Es heißt ja immer wieder, dass dieser Krieg ein Krieg der Denazifizierung sei. Das ist der Begriff, der immer wieder von der russischen Seite kommt. Und in diese Mischung kam dann auch noch mal eine ordentliche Portion Anti-West-Rhetorik, die man natürlich auch immer wieder von russischer Seite hört. Also eine große Mischung aus Geschichte plus irgendwie Kriegsrhetorik, ganz seltsam und trotzdem immer wieder das, was wir von russischer Seite jetzt in den letzten Monaten seit Kriegsbeginn hören. Ja, und hilft Putin seine Rhetorik denn, die russische Bevölkerung auf diese Spezialoperation in der Ukraine einzuschwören, die ja nicht so läuft wie erwartet? Also man weiß es ja nicht. Ne? Also Soziologen sagen immer wieder, dass Umfragewerte, dass man denen nicht vertrauen kann in Kriegszeiten. Und man muss sich auch vorstellen, in so einem repressiven Land wie Russland, wenn man da angerufen wird von Umfragestellen oder sowas, dann wird man vielleicht auch nicht unbedingt sagen, was man wirklich über den Krieg denkt und so weiter. Beim Rekrutieren hilft diese Rede heute, wissen wir nicht, ob die hilft. Da helfen vielleicht eher die neuen Regeln, die es erlauben, dass Russland auch elektronische Marschbefehle rausschickt. Das wurde ja jetzt neulich eingeführt. Putin hat
heute in der Rede, wie ich finde, nicht so viel Neues oder super Überraschendes gesagt. Also es war, wie ich schon gesagt hatte, tatsächlich eine Rhetorik, die wir schon öfter gehört haben. Aber auch das hat irgendwie was Ritualistisches, wie ich finde. Und Putin steht ja schon seitdem er Präsident geworden ist, irgendwie für Stabilität. Das ist das, was ihn für viele Leute eben auch zu einem guten Präsidenten macht. Und dadurch, dass er quasi jedes Jahr was Ähnliches sagt und immer wieder sehen wir diese Parade auf dem Roten Platz, das hat eben auch so was Stabiles, da kann man sich immer drauf verlassen. Heute hat er auch noch einen Baustein angesprochen, der immer wieder ganz gut ankommt, glaube ich, bei seiner Basis, also bei den Leuten, die ihn sowieso schon unterstützen. Und zwar hat er darüber gesprochen, dass Russland quasi von Feinden umzingelt ist und da natürlich den Westen mit gemeint. Und das ist was wirklich, also mir immer wieder auch auf den Straßen in Russland gesagt wurde, als ich dort Korrespondentin war. Also diese Rhetorik zieht wirklich. Also die Leute denken wirklich, dass NATO und der Westen gegen Russland ist und dass Russland da irgendwie gegen ankämpfen muss. Und das passt natürlich jetzt leider ganz gut in die Kriegsrhetorik auch rein. Es gab ja in letzter Zeit mehrere Drohnenangriffe auf Russland, auch auf den Kreml erst vor ein paar Tagen. Kreml, Entschuldigung. Haben sich diese Drohnenangriffe denn auf die Atmosphäre ausgewirkt, deiner Meinung nach, auf den heutigen Tag? Ich hatte erwartet, dass Putin vielleicht irgendwas darüber sagt oder dass vielleicht wenigstens eine Anspielung darauf in seiner Rede kommt. Hätte man sich vielleicht erwarten können, wenn man darüber eben spricht, dass Putin auch immer wieder darüber spricht, dass Russland umzingelt ist von Feinden und so weiter. Das passt ja eigentlich ganz gut rein, vor allem weil der Kreml die Ukraine ja beschuldigt hat, diese Drohnenattacke ausgeführt zu haben. Aber Putin hat es nicht erwähnt. Es gab doch eine relativ angespannte Atmosphäre rund um den Siegestag. In Moskau gab es strengere Sicherheitsvorkehrungen als normalerweise. Normalerweise können sich die Menschen in den Straßen rund um den Roten Platz versammeln und da eben sehen, wie die Militärtechnik auffährt und wieder abfährt. Und da versammeln sich immer ganz viele Leute. Diesmal ging das nicht. Da waren viele Straßen gesperrt. Es gab auch keine Flugshow. Die Parade war etwas kürzer als sonst. Und über 20 Städte in ganz Russland haben ihre Siegesparaden abgesagt. Das findet ja nicht nur in Moskau statt, sondern in ganz Russland. In verschiedenen Städten gibt es ja Paraden und die wurden eben teilweise abgesagt, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, waren das wirklich nur Sicherheitsgründen, wie die offizielle Version lautet, oder war das auch, weil es an Panzern mangelt, mit denen man auffahren könnte? Man weiß es natürlich nicht. Also das russische Militär hält sich total gedeckt, sogar was Tote, Kriegstote angeht, also wie viele Soldaten überhaupt verstorben sind jetzt in dem Krieg. Auch das, darüber gibt es keine richtigen Zahlen von der russischen Seite oder nur wenig. Die offiziellen Gründe waren eben Sicherheitsgründe. In Belgorod, das ist eine Stadt in der Nähe von der Ukraine, direkt hieß es, man könnte den Feind provozieren damit, wenn man ganz viele Soldaten aufmarschieren lässt und Militärtechnik zeigt. Dieser Grund mit den Sicherheitsvorkehrungen oder Sicherheitsgründe, das wurde auch in Städten angeführt, die ganz weit weg von der Ukraine sind. Also das spricht dann da wieder dafür, dass es vielleicht auch andere Gründe gibt, warum es keine Siegesparade in anderen Städten gab. Aber genau, zum Beispiel in Tjumen in Sibirien wurde auch gesagt, okay, Sicherheitsgründe, wo man sich so ein bisschen denkt, das ist aber sehr, sehr weit weg von der Grenze. Ja, es gibt ja immer wieder, es wird immer wieder gemunkelt, dass es in Russland oder dass Russland nicht genug Munition hat und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen uns da einfach erstmal die offiziellen Sachen anhören, weil wir es nicht genau wissen können. Zum Tag des Sieges gehört ja auch eigentlich untrennbar das unsterbliche Regiment, ne? Ein Teil dieser Veranstaltung. Auch die wurde abgesagt. Was hat das denn damit auf sich? Das war auch offiziell aus Sicherheitsgründen. Beim unsterblichen Regiment laufen ja nach der Parade, auch in Moskau vor allem, aber auch in anderen Städten, viele Leute mit Plakaten und Fotos von ihren verstorbenen Verwandten, also im Zweiten Weltkrieg verstorbenen Verwandten, durch die Stadt. Und da werden die Leute nochmal geehrt. Und das ist sowas quasi populär.
Besonderes oder so was vom Volk sozusagen, obwohl das auch schon relativ offiziell geworden ist, dieses unsterbliche Regiment. Stattdessen sollten die Leute dieses Mal online ihre Verwandten ehren oder Sticker auf ihre Autos kleben, hieß es. Und da könnte man natürlich munkeln, dass es von offizieller Seite die Angst gab, dass dann Leute vielleicht auch Fotos von ihren in der Ukraine verstorbenen Verwandten drucken und dass es da vielleicht so ein bisschen negative Nachrichten geben könnte in dem Zusammenhang, weil Russland ja eben diese Zahlen und diese Verwandten, soweit diese in der Ukraine verstorbenen Verwandten, so weit wie möglich von der Öffentlichkeit weghalten will. Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit Besuch aus? Welche anderen Staatschefs haben Putin denn ihre Ehre erwiesen bei der Parade und ihm auch damit ihre Unterstützung gezeigt? Und wer ist weggeblieben, der normalerweise gekommen wäre oder da war immer? Also letztes Jahr, kurz nach Kriegsbeginn, war ja niemand da. Und da hat der Kreml auch gesagt, wir haben auch gar niemanden eingeladen, weil es ja sowieso kein Jubiläumsdatum ist. Dieses Jahr war 78 Jahre, also auch kein rundes Datum. Aber dieses Mal waren ein paar Staatschefs aus früheren Sowjetstaaten da. Also aus Belarus, aus Armenien, aus Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan. Ich glaube, das war's. Mhm. Vielleicht habe ich jetzt was vergessen. Aber trotzdem zeigt das, glaube ich, also es sind größtenteils, würde ich jetzt sagen, ja, eben enge Verbündete aus historischen Gründen, die natürlich auch als Sowjetstaaten was mit diesem Feiertag zu tun haben. Es geht ja um Sowjettote, die man da ehrt und um die Sowjetunion, die gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Aber natürlich zeigt es auch, okay, es kommen jetzt auch nur noch Leute, die wirklich vielleicht ein bisschen wirtschaftlich abhängig sind oder politisch abhängig sind von Russland. Und aus dem Westen kommt niemand mehr. Das ist tatsächlich auch schon seit der Annektierung der Krim von der Ukraine so. Also da sieht man immer wieder am 9. Mai, dass eben nicht mehr europäische Staatschefs oder amerikanische aus den USA jemand kommt oder sowas. Also da sieht man immer wieder, Russland ist doch zunehmend isoliert. Und das hat man, glaube ich, heute auch wieder gesehen. Eine andere ehemalige Sowjetrepublik ist ja auch die Ukraine. Und die Ukraine hat dieses Jahr zum ersten Mal den Tag des Sieges einen Tag vorverlegt auf den 8. Mai. Also die haben das gestern schon gefeiert und haben das auch ausdrücklich deshalb gemacht, um damit den Bruch mit von Russland zu kennzeichnen. Wie wird denn das in Moskau gesehen? Also der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat sich gestern dazu geäußert. Und er hat gesagt, ja, selbst wenn die Ukraine das jetzt offiziell beschließt, der 9. Mai ist trotzdem für viele Menschen in der Ukraine ein heiliger Tag. Er hat auch wieder gesagt, heiliger Tag. Für viele Veteranen wird das auch immer noch ein wichtiger Tag sein. Die werden immer noch an diesem Tag feiern. Also so ein bisschen haben die das abgelehnt. Aber so ein bisschen hatte man das Gefühl, ja, macht, was ihr wollt aus diesem Statement. Und heute hat Putin in seiner Rede auch darüber gesprochen, dass eben Denkmäler abgerissen werden für den Zweiten Weltkrieg. Also da hatte man so ein bisschen das Gefühl, Putin will auch Russland darstellen als einzigen Hüter dieser sehr wichtigen Geschichte, was natürlich so nicht stimmt. Aber eben diese wichtige Rolle als Land, was eben die Verstorbenen aus dem Zweiten Weltkrieg ehrt und das eben auch zu einem sehr wichtigen Teil seiner eigenen nationalen Ideologie gemacht hat. Na, dabei hat die Ukraine ja damals an der Seite Russlands gekämpft und eigentlich auch noch im Vergleich zur Bevölkerung größere Verluste erlitten als Russland selbst. Emily Sherwin, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.